Und damit herzlich hallo zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Klappt immer noch. Auch wenn ich jetzt mal einen Tag zu spät dran bin, aber... Letzten Wochen war Game of Thrones, hatte ich andere Sachen zu tun. Könnte man sagen. So. Also mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas reißen kann gerade. Gut, die hier laufen immer noch durch. Naja, aber okay. Ich habe fast alle roten 4-Sterne-Geister durch, könnte man meinen. Sammeln wir noch ein bisschen Kleinvieh ein und dann ist gut. Yay. Ah, ich hoffe, ich kann alles verwenden. Ja, komm jetzt hier, ist egal. Ich schicke jetzt noch keine neuen Truppen los, das würde mir jetzt zu lange dauern. Wusa. Ich wurde gefragt, wie lange ich dann glaube, noch die Story zu machen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, woran ich das irgendwie festmachen sollte. Na? Entweder habe ich es halt irgendwann oder nicht. Das kommt, glaube ich, ganz drauf an, wie viel Story noch kommt. So, jetzt habe ich meinen Kämpfer wieder ausgelöst. Jetzt die Frage, kann ich ihn gleich benutzen oder ist er jetzt erstmal außer Puste? Das könnte blöd enden. Aber egal. Nein, warte, zum Rufen wollte ich gerade gar nicht. Weil hier kann ich eh nichts mehr machen. Also kann ich schon, aber dafür fehlen mir Geister, die ich einfach nicht kriege. So. Ja klar, den hier habe ich noch dazu bekommen, aber ansonsten... Es fehlen noch nicht mal mehr 100. 82, wenn ich das gerade richtig überschlage. Ja, 82 fehlen noch. Die meisten davon sind die Kämpfergeister. Aber die will ich jetzt in diesem Moment gerade nicht machen. Vielleicht nachher, aber... Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, okay, mir fehlt immer noch der Mii-Boxer. Warum? Weil darum, aber egal. 16, 17. Ah, okay. Ist also auch ein Kämpfer, den ich da... Gut zu wissen. Und gerade war nur Dr. Mario, ne? Ach, weißt du was? Ich schiebe heute mal ein paar klassische ein. Ich habe gerade keinen Bock auf die Story. Wobei ich endlich diese Geister haben will, damit ich diesen Geisterkatalog voll machen kann. Und wenn er voll ist, dann ist voll. Wenn es Ende aus vorbei, dann habe ich's. Hoffentlich. Hat jemand Wünsche? Bringt blöderweise nichts, denn... Naja. Also was ich nehme mal Kirby. Genau, Kirby. Vielleicht kriege ich es noch hin, mit dem irgendwas zu reißen. Wo ich da gerade Pikachu sehe. Bereit? Ups. Ich hätte ja mal irgendwie... Was war das gerade? War das KP? Oder warum ist er so einfach weggeflogen? Nee, ich schleife gerade ein bisschen mit den ganzen Filmreviews hinterher, weil ich gerade einfach nicht weiß, was ich machen will. Bereit? Los! Kawabanga! Ende! Alter, wehrt er sich hier auch noch, oder was? Nee, weil mein aktuelles Filmbewertungssystem gefällt mir gerade nicht so, weil dieses ganze Punkte rumgedingst, ich würde lieber über die Filme reden, anstatt jetzt da stur andauernd nur Bewertungen zu verteilen. What the fuck? Räume ich jetzt mit Kirby hier einfach alles weg, indem ich am Anfang nur BOOM mache, oder was? Checkerlacke. Ja, weiter bitte, danke. Wahaha, Rio! Bereit? Los! What the fuck war das? I don't like.
Cowabunga! Merkst du was? Der will einfach nicht, der Wichser. Piss dich! So, ich habe diesmal Schaden genommen. Das gefällt Kirby gar nicht. Extra klasse. Dennoch. Noch einer, den ich einfach so wegboxen kann. Kababanga! Boyakasha! Da 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 da. Komm schon! Möbelmasse-Match! Bam! Siehste, man muss sich nur anstrengen, dann geht das auch wieder. Oh fuck, mir fällt ein, ich hab gar nicht. Ich muss ja immer noch mit Snake überleben. Irgendwie. Ey, du hast meine Streak vernichtet! Will es haben, gib es mir. Danke. Damn it! So, weg ist er. Darauf wollte ich jetzt was reimen, aber ich lasse es lieber. Demonetarisiert. Ah, hier sind wir schon beim Bonusspiel. Ist das. Ich versuche immer noch meine Moderation zu sammeln, wie man vielleicht mitkriegt. Ich hatte aus Langeweile sogar mal eins der alten Grimm-Märchen eingelesen, weil die Leute meinten, ja, Stimme, will ich hören. Besteht da Interesse an sowas, oder? Weiß ich nicht. It's coming! Ich dachte, ich bin gut, weißt du, aber einfach so über alles wegfliegen, was soll schon passieren? Siehst du, das ist passiert, nix. Mehr langsamer als mit Kroko. Geschafft! Egal, Punkte. Am Ende ist Kirby so auf Stufe 1 besser als oh nein. Als Corrin und dann habe ich ein Problem. Nicht du schon wieder. Megamax! Auf die Fresse, komm! Yeah! Oh nein, oh nein! Die schwarze Rose! Ja, da kommst du rüber! Mach ich dich Butter! Merken, Augen ausweichen. Okay, Kirby ist einfach zu lahm, um diesem Mistvieh auszuweichen. So langsam geht er mir auf den Senkel. Kommst du her? Alter! Ich wünschte, ich könnte gerade irgendwie effektiver gegen das Viech vorgehen, aber... Kick and flip it is! Flick! Flick! Damn it! Kommst du mal runter? Jetzt benutzt du den Fress-Move. Egal, Max im Arm. Damit kann ich leben. Gut gemacht. Ja, ja. Nicht wirklich, aber egal. Aber fast auf 4 gekommen. Und ich bin bei 0 gestartet, also. Haut schon rein. Ach ja, richtig. Deswegen mache ich das nicht so gerne. Yeah.
Ich weiß noch, wie mir jemand in die Kommentare geschrieben hat, ich bin unnötig. Verschwinde von YouTube, bei mir auch nett. Yes. Manchmal sind so liebe Kommentare dabei, das ist immer herrlich. Siehst du, da wollte ich eigentlich noch was vorbereiten für diese Aufnahme. Habe ich schon wieder vergessen, Mist. Muss ich beim nächsten Mal machen. Ich meine, ich würde es jetzt nebenbei machen. Das Problem ist nur, dass ich das Spiel hier nicht einfach mal so stehen lassen kann, wie bei anderen Spielen. Bei Pokémon kann ich nebenbei einfach mal so das Wiki aufmachen. Das stört kein Schwein. Hoffe ich. Später, wenn es dann mal rauskommt, aber... Hier jetzt irgendwie einhändig rumfliegen ist so eine Sache. Ne. Möglich ist es, aber ne. Gibt bestimmt auf Twitch irgendwelche Speedrunner, die das hier mit einer Hand spielen. Diese Ballerrunde und alles treffen. Ich habe Mario Odyssey Run gesehen, wo nicht einmal gesprungen wurde. Also, es gibt allerlei irre Leute. Go down! Yeah! Ich habe den Eindruck, es gehen heute mehr Schiffe drauf als sonst, sagte er, und schon ging alles im Bach runter. Verlässlich. Ich meine, ja, ich weiß, Hochmut kommt vor dem Fall und so. Wenn sich mal jemand gefragt hat, warum ich ja dauernd so bescheiden bin, das liegt daran, dass ich mich permanent sofort auf die Fresse packe. Sobald ich auch nur einen Ansatz an Zuversicht zeige, ist aus. Vergiss es einfach. Sobald ich sage, oh, das läuft aber gut, geht alles kaputt. Alles. Glühstrumpf. Siehst du, ich habe mir mal ein Bild für Kirby gemacht, weil Kirby. Gib mir Belohnung! Yay! Yay! Aber den habe ich doch schon zigmal. Klassisch! So, mal gucken. Von wann ist denn das? Von vor einem Jahr? Das suche ich gerade nicht. Vor 2 Jahren, das wird immer besser. Ich scrolle gerade die Kommentare durch. Ich hab's gleich. Es dauert nur einen Moment, bis ich hier, das gibt's doch nicht. Nein, 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 nein. Ist das schon letzte Woche her? Vor 3 Wochen? Ich mach das mal anders. Ich suche nach mich. Da werden die Kommentare jetzt garantiert Fragen sein. Okay. Hier haben wir zum Beispiel Nick LP. Nick LP fragt, kannst du mich grüßen? Hallo Nick LP? Nein, kann ich nicht. Ja, wenn ich hier anfange, Leute zu grüßen, dann wollen alle gegrüßt werden. Und wenn alle gegrüßt werden, dann haben wir ständig so einen Blödsinn. Und dann eskaliert das alles. Von daher, fragt bitte einfach erst gar nicht, ob ihr gegrüßt werden könntet. Denn... Eigentlich habe ich dazu mal ein FAQ-Video hochgeladen. Das ist irgendwo auf dem Kanal versteckt mit den anderen FAQ-Videos. Und im Prinzip ist da das Gleiche gesagt. Nein, weil dann will ja jeder. Und wie gesagt, wenn ich anfange, jeden zu grüßen, bleh.
Ich kann es ja so machen wie andere YouTuber. Patreon aufmachen, wenn du 50 Euro im Monat als Superpatron zahlst, dann wirst du am Ende jeder Folge erwähnt. Gott, nee, ey. Lass mal. Ich kann mit Patreon, glaube ich, sowieso nichts anfangen. Ich käme mir immer vor wie einer, der versucht, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Keine Ahnung. Ich werde dann wahrscheinlich diesen Clip nicht finden, wenn ich ein Video dazu mache, dass ich es doch machen will, aber egal.